Jo, guten Morgen am Samstagmorgen, liebe Leute. Jetzt sind gleich wieder im Laden. Ja, heute ist nämlich wieder Ladentag, an dem der Laden offen hat. Ja, genau. Und die Nuki holt jetzt? Brötchen. Brötchen. Brötchen, genau. Morgen Muffel. Morgen Muffelach. Also, ab in den Laden. Moin. Ja, super. Ciao. Euch auch. Ciao. Umberto. Umberto, der Boxer. Ja, alle da. Oh, sieht das aus hier, um Himmels Willen. Umberto. Umberto. Jo, dann geht das los hier. Sogar mehr als 10 €. Ja, natürlich. Ist ja gar nicht so teuer. Und, hatten Sie ja? Ja, alles. Das packst du oben in den Spar... In das große. In die Familien. Nee, nicht in den Sparschwein, sondern in diese Aufklappdinger drin. Ah, in die Boxen? Ja, in die Boxen. Okay. Danke. Jo, das war der erste Kauf des Tages. Brötchen. Also, wie mache ich das heute? Wie mache ich das jetzt mit den Vlogs? Ich werde interessante Sachen mit reinnehmen, aber ich kann das nicht mehr so machen wie gestern. Ich habe gestern 2,5 Stunden geschnitten. Nach der Arbeit, nachdem ich nochmal zu Hause denn was gegessen habe und so, dann bist du um 0 Uhr völlig verklingelt, dann fertig irgendwie, wenn überhaupt. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich muss das irgendwie schon am Tage irgendwie anders gestalten. Also, ich werde interessante Sachen natürlich mit reinnehmen. Ich werde ansonsten nicht, ich werde nicht jede Reparatur filmen. Wenn eine interessante Reparatur ist, werde ich die mit reinnehmen. Ansonsten pro Tag vielleicht eine spezielle Geschichte. Es gibt ja auch Tage, an denen es denen ist gar nichts los. Dann ist es halt so. Dann ist es halt 5 Minuten Vlog, eine kurze Info oder so. Und wenn denn mal eine ausgiebigere Reparatur ist, wären es vielleicht auch mal eine halbe Stunde, so ein Vlog. Dann legen wir mal los. Erstmal machen wir auf. Dann ist heute erstmal noch nichts zu tun. Vielleicht führen wir eine neue Tradition ein. Wir warten auf den ersten Kunden. Gemeinsam. Solange bleibt die Kamera hier stehen. Mal schauen. Hallo? Die Kügelchen habe ich noch, also ein paar. Nee. Du brauchst dein neues Hinterrad. Wirklich? Die ist schon so eingelaufen. Wie eingelaufen? Dann sieht man, dass die Kugeln halt schon richtig eine Spur reingelegt haben. Und deswegen nützt das nichts. Also wenn die Achse bricht, aufgrund eines Unfalls, ja, ist es immer noch besser, ja, als wenn sie aus einfach so Materialermüdung, wenn man einmal richtig reintritt oder so. Was kostet so ein Hinterrad? Was hat jetzt? Schraubkranz? 45 €. Ja. Schönes Zeug. Guck mal, ich habe nur mit Vollachse halt und die Touring, die Trekking-Version. Du wüsstest, sowas musste, wenn es zeittechnisch auch passen soll zum Rad, musste bei eBay versuchen. Ach so, naja, ja, nee, das ist jetzt... Nee, das ist jetzt nicht so... Aber das ist ja nicht jetzt ein Trekkingrad. Nee, das ist ein Damenrad, so ein altes Peugeot, also das ist jetzt nicht so richtig... Also Trekking, genau, so Tourensport hießen die früher. Ja, sowas in der Art. Aber da fehlen jetzt die Zahnräder, ne, die Kränze. Ja, die werden ja natürlich immer umgebaut, die gehören ja nie zum Rad dazu. Ah ja, also würde man die daran bauen? Genau, die werden abgeschraubt, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Die tauscht man ja nicht aus, wenn man das Hinterrad austauscht. Weil die gehören ja zum Antrieb. Und das ist jetzt ein dünnes oder ein breites? Ist das so wie das hier? Das ist jetzt, die baut ein bisschen höher auf, weil sie Doppelkammer ist. Ne? Also das ist Trekking, das ist eine Trekkingfelge. Halt aber da wird immer diesen Mantel drauf, so, das ist jetzt nicht irgendwas dicker oder so. Das würde schon passen, ja. Also wenn du das jetzt da lassen willst, dann baut ihr das um, du brauchst hinterher nur reinschrauben. Ja. Ciao. Da kommt er. Wolfgang! Ja, ich komm hier. Hast du eine Nachricht? Komm hier bitte. Na, du musst vorlesen. Richter lässt Rebecca Schware wieder frei. Tschüss. Wie eine Steuererklärung lohnt, hat der Zürich mit Rot-Grün ab und nun wieder Zweiter. So. Das war's? Das war das? Richter lässt Rebeccas Schwager wieder frei. Oh Mann, ey. da muss irgendjemand, wie kann man so doof sein, mit 15 Jahren abhauen oder was, ich weiß nicht. Die muss doch mal Stand haben, oder? Ich weiß nicht. Polizeischüler 19 schießt Kollegen 20 in den Kopf. Was? Ja. Das ist ja, ey, Ausbilder stirbt noch. Wenn ich die Zeitung lese, ist ja nicht einmal so schlecht. Bloß manchmal steht im Ostteil mehr drin, Verbrechen oder Unfälle oder weiß ich was, mehr wie im Westen. Ja. Man sagt immer, das ist alles zurückgegangen, die Kriminalität oder so. Aber wenn ich mal lese, das ist genauso wie vorher. Ja. Hat sich nicht viel geändert. Die Jugend ist noch schon mal, wenn es mal wieder Älteren. Ich meine, das ist ja schon, das ist ja schon für die Älteren, der Tommy. Um Gottes Willen, ey. Wolfgang, das hat mir schon wieder gereicht. Ja, war? Ja, das ist ja furchtbar. Da kann keiner mit anhören, angucken. Ja. Mann, Polizeiauszubildende, die nicht mit einer Waffe umgehen können. Also, weißt du, ey, dass man das Magazin rausnimmt und den Lauf einmal durchlädt, bis der Schlitten hinten steht. Also, nee, also, was ist denn? Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Macht man das nicht? Okay, gibt's da nicht eine Lader- und Endladerecke? Gibt's da, also, stehen sie vor der Sandbox, zack, und fertig. Hättest du irgendwie ja nicht Mut oder irgend sowas, mal irgendwie so ein Drama, ey. Ein 8-jähriges Mädel oder ein 9-jähriges Mädel, so vergewaltigt oder was. Ah, ja, Wolfgang, du sollst ja auch nicht, davon reden wir auch ja nicht. Ich rede von den Polizeischülern. Ja, ich hab ja auch Pistolen, ich hab das alles so. Wolfgang war bewaffnet. Ja, ich hab dann 3 oder 4 Räuber, ja, mit schönen Silvester, so war keiner weg. Ja, Platzpatronen, ja. Ja, trotzdem, ja. Oh, scheiße. Da muss man umgehen können mit so Wollen. Ja. Ach, Kinder, ey. Ja. Ein Drama, ey. Das läuft ja langsam wieder an bei dir, wa? Ja. Ja, siehst du? Und ich hab schon einen Auftrag. Ich muss jetzt tun. Jetzt muss ich machen. Ja. Jetzt muss ich erstmal nach oben gehen, noch meinen Tee holen. Und meine Obstbox habe ich schon bekommen. Wolfgang, wo warst du denn gestern? Ich war gestern so niedergeschlagen, kaputt, so müde. Ja. Wenn jetzt Samstag meine Erkältung besser würde, dann bin ich wieder am Ball. Okay. Und jetzt wollte mal gucken, weil der Dings hier war, jetzt der Mika hier war. Ja. Wer kommt denn an der Meere hier, die ich kenne? Ja, wer war denn jetzt da? Thorsten war da. Oh, der war wieder da. Thorsten war da, Carsten war kurz da. Carsten hat gesehen, ja, Thorsten war wieder da. Wo war der noch? Ne, weiter keiner. Mein Sohn war doch kurz da noch. Ja? Ja, der musste ja mir das Werkzeug bringen, der kam noch. Hab gesehen, du, ja, jetzt Abend noch, um 7 oder 8 Uhr, oder? Ich weiß nicht, ja, irgendwie. Ja, war spät. Herr gut, Wolfgang, ich muss jetzt mal losmachen. Ja, später. Ja, wir sehen uns später. Komm, sag Bescheid, Fußballergebnisse. Ja. Viel Spaß! Ja. Oh. So, Obst. Obstwoche. Obst, lecker Obst. Ups. Wurde sich ja immer beschwert, dass ich so wenig Obst immer auf dem Dings habe hier, auf dem Tisch. Ja, jetzt ist sie jetzt hier gesessen und Computer geguckt. Nee, das will ich nicht. Das wollte sie, meine Tochter. Oh, kann ich hier Computer gucken? Nee. Machen wir nicht. Erstmal dieses Jahr frei Schraubkranz abziehen. Also, Schraubkranz abziehen. Wie macht man das? Man nehme dieses Werkzeug. Das ist ein Abzieher. Jo, jetzt hole ich das Objekt. Da ist der Schraubkranz. Oh, toll ist er nicht mehr. Er kommt hier rauf. Na? Oh, ist das Verkunft. Könnte man ja denken, das passt nicht. Dann sieht das Ganze so aus. Von unten. Ich hoffe, ihr seht es. Ich weiß nicht, ob das die gute Seite ist oder die hier. Da wird gedreht. Zack. Entgegen des Uhrzeigersinns. Na, das war einfach. Da gehe ich hier einmal mit einer Drahtbürste drüber, weil jetzt sieht ja furchtbar aus. Also erstmal wische ich das einmal ab. Aber nur nach außen. Oh, das geht ja nicht ab. Das ist eigentlich ein richtig guter Teil hier. Stockt ein bisschen. Mal gucken, ob wir da was drin kriegen. An etwas dickflüssigerem Öl. Schade, dass es hier keine, hier innen drin, dass man das mal abschraubt, hier drin so zum Abfetten so ein Pressloch gibt oder so. Das wäre doch eine simple Geschichte. Mal gucken, ob sich das drin arbeitet. Kapillarwirkung. Ein bisschen nachpressen. Niemals wie die 40 oder so. Niemals wie die 40. Das läuft dann super gut, aber ist auch super laut. Und dann glühen die Kugeln aus. Jetzt wird wieder angebaut. Dafür steht die hier. Ich mache vorher ein bisschen Fett auf die Winde hier. Hier oben auch vielleicht noch auf diese Abdeckkappe, weil naja, die Verarbeitung von den einfachen Namen hier, naja, die Verarbeitungssachen kennt ihr ja von mir. Ja, dann schraube ich das per Hand hier ruf erstmal vor. Guckt, zack, zack, zack. Da sind die wundert, dass man welchen Antritt hat. Im Uhrzeigersinn. So ein bisschen, ne? Der Rest tritt sich ja fest. Auf alle Fälle. Empfehlen werde ich ihm noch, das Schaltwerk einzustellen. Aber schaut mal. Schaltwerk einstellen. Warum? Ganz simpel. Schaut euch mal den Kettenschutzring an. Der ist total mitgenommen. Hier hinten sieht man es besser. Schaut mal, wie viele Macken der schon hat hier. Also ist die Kette oft die Kette rein gerasselt. Ja, das muss eingestellt werden. Ich baue den Ring dahinter, das tut mir jetzt nie weh. Einmal abdrehen. Das ist mir zu unsicher. Stell dir mal vor, die fährt hierher, dann klack und ratscht drin. Dann ist das neue Laufrad gleich wieder am Arsch. Das geht nicht. Problem ist, ich habe jetzt nicht so einen... Oder habe ich vielleicht einen neuen Kettenschutzring? Jetzt alle zusammen wieder. Die gleiche Prozedere. Ja. Haben wir. Das war der Schraubkranzwechsel. Ja. Wir brauchen den Schlüssel. Aber wie du da stehst mit den Händen in der Hosentasche, gut. Ah. Ja, sie hat schon ordentlich. Du versteckst den Pesetas. An deiner Kleingeldkiste. In meiner Scherzbox. Scherzbox. Da habe ich ein bisschen Kleingeld rausgenommen für Blumen. Nicht noch lang zu bilden. Ich dachte, du hast 50 € gestern. Ja, auch nicht gut. Aber mehr als 20 Cent. Ich kann mehr als 25 €. Nee, aber ich wollte es nicht wegnehmen. Ach, was ist denn deine Mütze, Sali? Ich hab sie. Willst du die Mütze? Na Yippie, der erste Holländer ist da dieses Jahr. Haben wir das auch an Tag 2. Lange haben sie ja nicht auf sich warten lassen. Die Krönung des Fahrradgeschlechts. Da ist er. Und natürlich Hinterrad platt. Was denn wohl sonst? Hans kommt mich auch besuchen. Mhm, natürlich. Herzlichen Glückwunsch zur Saisoneröffnung. Ich tanze jetzt gerade. Gott, ich hab's hier. Das ist ja richtig kühl heute wieder. Ja. Pünktlich zur Fahrradsaison. Ha, 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 ha. Genau, wir hatten schönere Tage. Sag's ja, doch. Ja. Das war immer wieder dasselbe. Gut, wir hatten natürlich ab April Saisonkennzeichen, nicht? Ja. Ich bin im März prima offen gefahren mit meinem H-Kennzeichen. Du warst raus aus der Garage und durch die Landschaft. Und dann kam der April und alle hatten von 4 bis 10 auf ihren Saisonkennzeichen drauf. Und dann haben wir wieder Schnee geschoben oder was. Naja, das nicht gerade, aber. Auch weil das meine Wasser geschöpft aus dem Cabrio. Nix war mir mitfahren. Ja, hallo. Sportenschutz. Bist du da? Ja, ich weiß nicht genau. Wo ist denn das? Schon verkauft? Hat er sich so lange nicht gekümmert? Ja. Was? Den Profi. Ach so. Ah, ja. Ach Mensch. Thorsten ist da auch jetzt. Thorsten ist da, Hans ist da. Jetzt hat mir einen Kaffee gegeben. Aber jetzt ist er weg. Ich sage, wo er ist. Hollandrad. Erster Hollandrad der Saison. Herr Heinz, wo bist du denn? Ich bin mal unterwegs. Ich meine, ich bin gegenstehen, wenn ein großes Palaver stattfindet. Der Palaver. So, lass mich doch mal schön Palaver. So, ich hatte ja erzählt, wir haben Farbe für die Hauswand. Ach, ja. Ja, dachte ich immer. Ach so. Hab aber was gefunden. Sag mal, ist das Rad, was da neu muss? Ist das die Größe? So ein marodes Teil hier. Das habe ich eben bei mir in der Butze gefunden. Muss ich mal schauen. Genau. Das ist schon sehr lange her mit dem Rad. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Gut. Ja, das ist natürlich alles ganz toll mit dieser Farbe hier, die ich da gestapelt habe. Ist auch schon sehr lange her wahrscheinlich. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir... Oh, nee. Die Seite oder die Seite nehmen. Schön. Ja, vielleicht nehmen wir den Vorsicht, kann auch platzen. Genau, wollte ich mal sagen, vielleicht nehmen wir den nehmen. 2K. 2K Fahrwerk sein. Oh, und das ist auch lecker. Ein Malerschnitzel. Malerschnitzel ist das. Ja, richtig gut. Das ist die, die ich verwendet habe. Da kommt Arbeit. Hat angehalten. Kommt Arbeit. Hat man schon gehört, meine Fresse. Ja. Das ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Schade. Ja. Also, nehmen wir oben einen Kaffee mit. Also schauen wir mal, was er mir da verkaufen kann. Vielleicht verkauft er mir ja auch bloß so ein Innenleben da. Ups, guck mal. Den da, ne? Hallo! Okay, so, tschüss. Wir sehen uns dann Montag wieder, ne? Irgendwie. Jo, ja, morgen. Ja, genau, mit einem Schluck und Gierig müssen wir mal sehen, wie wir da haben. Ich komme aus Bielefeld, ein großer Fan von dir. Wir gucken dich jeden Tag bei dir. Ist nicht wahr? Ja, doch. Ja? Ja. Sag doch mal Hallo mit der fast sauren Hand. Hallo. Hallo. Ja, habt ihr jetzt was Süßes? Ja, ich hab was mitgebracht. Das ist für dich und das für die Kleinen. Nein, das geht ja alles an die Familie. Dankeschön. Ja, grüß Marlies, ne? Ja, mach ich. Wer seid ihr auf YouTube? Du hast bestimmt schon mit meinem Mann gesprochen. Amok 150. Ah, ja. Ja, der macht ja auch Fahrräder und so. Okay. Ja. Ja, wir waren in Potsdam, wir waren in Veranstaltungen, so, hier müssen wir auch mal rein. Und wo ist der Mann? Den hast du zu Hause gelassen? Oh, wei. Ja, Mensch, jo. Herzlich willkommen in dem kleinen Keller. Guck da, Marlies hier. Ach, Fans aus Bielefeld. Hallo. Ich habe hier Essen gemacht. Und sie hat dir Mäuse mitgebracht. Sie sind immer gut, dankeschön. Das ist total nett. So geht das Essen aus hier hin und her. Dankeschön. Ja, Mensch, na super. Ja! Das ist der Laden. Ja. Weil da sitzt hier die. Jetzt kannst du es dir gleich mal angucken. Das ist einfach shoppen, das ist einfach angucken. Ja? Es ist ja. Tschüss, war schön. Tschüss. Ja, das ist ja, jetzt erst seit letztem Jahr bin ich erst hier mit Schrauben. Ne, weil das eben vorne war es zu eng. Ich habe ja die ganze Zeit immer vorne gestanden und ist das in Ordnung, wenn die Kamera filmt dann? Ja klar, nicht ja? Schlimm. Ja, ja, ich kann mich auch bei YouTube drängen. Wenn man das gesagt, weißt du ja, ne? So, ja, ist okay. Genau, wenn du jetzt hier bist, dann bist du halt auch im TV. Mal gucken, ich weiß selber nicht, wie der Blog geworden ist, ja? Also ich hoffe, der ist annehmbar gewesen. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du den schon gesehen hast. Oder? Nee, das mache ich nachher, wenn ich nach Hause komme, heute Abend später. Ah, okay. Ja, na, müssen wir mal schauen. Jetzt, ja, heute ist die erste Hollandrad gekommen zur Reparatur, jetzt kommt noch rein. Wird einfach gemacht. Ich mache schon weiter, solange wie es geht und wie die Leute das annehmen, mache ich das weiter. Das ist alles super. Kein Problem damit. Ne? Alles gut. Ja, das ist die Werkstatt. Und dann fahren wir vorne. Weißt du nicht, hast du schon geguckt drüben denn? Nee. Nein. Oh, das ist doch nett, Mann. Da war Besuch da gerade. Habt ihr ja gesehen, wa? Besuch, Besuch! Oh, das ist ja gut. Oh, da freue ich mich immer. Könnt ihr machen. Kommt da einfach rum. Das ist halt schön. Einfach hinkommen. Nicht schüchtern sein. Einfach hin. Und sowieso mit Einlass hier. Stell mal vor, kommt sie an und hat hier zweimal Gummibärchen bei. Ist das toll. Mäuse. Also danke nochmal. Ah, super. Das ist doch toll. Ich freue mich. Ich freue mich. Danke, danke, danke. Da stehen natürlich gleich 3, 4 Leute vorne. Und also es ist immer, wenn, dann alle zugleich. Wir sind da auch alle aus ihren Löchern gekrochen. Mein Vermieter war auch schon da. Ich komme ja nicht weiter, ich habe hier das Rad. Und komme nicht weiter. Ich wollte das eigentlich komplett drin lassen, aber ich werde es natürlich schneiden jetzt. Ja, oder ich werde es dann schon geschnitten haben, wenn er das jetzt seht. Ne? Weil dann die Apparatur lasse ich nicht drin. Vom Holländer kann ich mir überhaupt nicht erlauben. Wie sagt man? Ach ja Gott, ich kann nicht mehr nachdenken. Ich komme ja nicht dazu. Schon wieder Beratungsgespräch. Meinst du die Kamera aus? Und später wieder an. So, das ist endlich vollbracht. Der Rad ist fertig. Ja, schwer ist wie Hund. Schwer wie Hund. Jetzt, Rennrad, Rennrad, erste Rennrad dieses Jahr. Giant Shield. Peloton Light. Mit einem abgefuckten alten Reifen. Der ist komplett durchgerockt. Sieht man selten so. Hat Peng gemacht, sagt er. Oh, ist ja kein Wunder, aber der ist komplett durch. Ja, da ist nichts mehr. Wer so weit fährt, so lange fährt, bis es so aussieht, er sagt, der wäre 1,5 Jahre alt. Das ist natürlich dann schon ordentlich gefahren, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Reifen ist wesentlich älter, der ist bestimmt so alt wie das Fahrrad. Bloß er selber hat es erst 1,5 Jahre und davor war es vielleicht Neuzustand. Das mag sein, aber so alter Gummi hält halt eben nicht mehr so lange. So, das bereite ich vor, weil den Reifen habe ich nicht da, den musste ich bestellen. ob sie die jetzt endlich wieder lieferbar haben. Letztes Jahr waren die Dinger ja ausverkauft und keiner wusste mehr, wann diese Reifen kommen. Das darf dieses Jahr nicht so weitergehen. Also nicht für so einen Großhändler, der so groß ist. Das darf einfach nicht passieren. Endlich wieder Fahrrad. Endlich. Da werden sie alle wach jetzt, die ganzen Kommentare. Endlich wieder Fahrrad. Ja, tut mir leid, meine Familie gehört genauso dazu. Endlich wieder Familie, sag ich dann, wenn Winterpause ist. Das ist genauso wichtig für mich. Na sag mal, das ist doch toll. Familie darf nicht zu kurz kommen. Das muss einfach so sein. Im Sommer ist es zwar dann nur einmal in der Woche, sonntags, wo wir dann so ein bisschen Familientag haben, aber eben im Winter ist es dann eben präsenter. Da ist eben ab und zu mal nur Fahrrad. So einfach sieht es aus. Ist auch nicht schlimm. D-Abo. Keine Lehrvideos. D-Abo. So, das kommt hier auf. Das muss warten bis Montag. Niemals hätte gedacht, dass es so lange dauert, bis ich hier Plattenreifen wechseln kann. Zack, zack. Zack. So, den Thorsten, sein Rad, das werden wir jetzt mal hinbringen. Thorsten hat mir wieder ein Rad gebracht zum Verkaufen. Also wenn ihr einer meine Bude voll macht, dann ist das immer Thorsten. Er bringt mir immer irgendwas an, irgendeinen Kram und will den immer draußen hinstellen zum Verkaufen. Jetzt habe ich wieder ein Rad an der Backe. Noch ein Rad mehr. Es ist super günstig, kostet 120 € oder 120 Euro. Aber ich kann ja nicht so verkaufen. Das Problem ist, Thorsten ist ja gehörlos, wer hat noch nicht mitbekommen hat. Ja, Thorsten ist der Große hier, der etwas breitere. Der ist gehörlos. Das Problem ist, wenn ich auf dem Ding fahre, das quietscht an allen Ecken und Enden. Das ist natürlich was, was der ja nicht hört, was der ja nicht mitkriegt. Da muss man erstmal gucken. Da ist irgendwas schleift, da irgendwas ist da verschlissen oder so, irgendein Narbenteil oder so. Und das sind dann immer Lager, Tretlager und das sind Sachen, die kriegt der nicht mit, die hört der nicht. Wenn es nicht wackelt, kriegt er das nicht mit. Das kann man ihm mal nicht übel nehmen. Schade, deswegen kann ich das so ja nicht verkaufen. Muss ich erstmal reparieren. 120 € sind aber dennoch auch in dem Zustand nicht teuer. Ja, also ist eigentlich, da steckt so viel Arbeit immer drin. Der macht sich immer so eine Arbeit mit den Rahmen, die schleift er ab, dann lackiert er die neu und so. Also nicht professionell, aber eben macht sich ja trotzdem die Arbeit. Das muss ja irgendwie gewertet werden. Dann kauft er hier immer einen Teil, da mal einen Teil und macht die immer so mit kleinen Elementen so schön. Also so Ventilkäppchen, die er dann aus Alu holt und welche die frästen Dinger und so kleine Gimmicks, die dann immer das ganze irgendwie so schick machen. Also er macht dir so viel Arbeit und dann sagt er 120 €. 120 € ist doch eine Schnäfe. Kannst du nicht machen. Aber es muss halt funktionieren, das ist das Problem. Und lieber schreibe ich dann 180 dran am Ende, hab mir ein bisschen repariert und so und dann kriegt er halt die 180. Oh ja. Der braucht ja auch Geld für sein Kind und alles. Ich hab 5 Kinder. Bald 5 Kinder, oh mein Gott, 5 Kinder. Was für eine Aufgabe. Bin immer noch schockiert, jedes Mal, wenn ich dran denke. Ha! Also weiter. Keine Zeit zum Rasten und zum Ruhen, denn es gibt noch genug zu tun. Also, war das nicht so? Das ist doch Lumi, oder Lumi. Ne, Lumi kommt hier erstmal. Guck mal, siehst du? Der muss nach oben. Aber gib mir den Fuß. Nach oben muss er. Hey, wir können nach oben gehen. Ja, komm her, Haare waschen. Was, Haare waschen? Haare gewaschen. Haare gewaschen. Ja, guck mal, hier wurden die Spitzen aufgeschnallt. Und Papi, guck mal, der hat auch mit dem Pony geschnallt die Spitzen. Oh, sehr vornehm. Und dann hat er das vergessen abzumachen. Ja, aber war ganz schlimm, ne? Ah, nee. Lobse, zeig euch jetzt mal. So, Steuersatz ist locker und ist weitergefahren. Was jetzt passieren kann, ist, das, was passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, wie ich jetzt hier, weil ich bin ja erst hier nah dran, live dabei quasi, zieht, Kinder, zieht immer den Steuersatz nach. Guck mal, wie viel Spiel der hier unten hat. Also kann ich das jetzt zeigen? Da kann ich einen Schraubenzieher zwischenstecken. Das ist der Sinn der Sache. Also Dicke vom Schraubenzieher ist Spiel. Was passiert, wenn man dann bremst, ist folgendes. Da. Seht ihr, die ist ganz schief drauf. Hier hinten steht sie ab. Also ist das Gewinde an der Gabel schon angenagt. Jetzt kann man nur noch hoffen, kann man ihm das einmal einstellen und nochmal hoffen, dass es so funktioniert. Oder man müsste halt alles austauschen gleich. Das ganze Ding. Gabel, neuen Steuersatz. Dann ist es tippitoppi, dann ist es wirklich gut. Ne? Aber bitte, machen die denn alle da? Bescheuert oder was? Direkt vorm Laden. Fahrradfahrer von Lieferando ballert zwei Fußgänger um. So eine zarten. Zwei zarte Frauen. So. Voll beide weggeballert. Mit dem E-Bike. Volle Kanne. Ungebremst drin. Die kamen gerade zwischen den Autos vor. Haben nicht richtig geguckt. Sind auf die Straße rauf. Er kam an, konnte nicht mehr bremsen und hat die voll weggeräuchert. Hier unten alles aufgeplatzt. Alles cut. Viel blutet, oder? Wie Sau. Scheißdreck, ey. Oh, ist das herrlich. Ja, Licht funktioniert wenigstens. Licht läuft. Gabel ist kaputt. Das Gewinde ist halt durch. Hier oben drauf, das greift nicht mehr so richtig hier. Die kannst du, guck mal, die kannst du mit der Hand drehen hier. Die kannst du mit der Hand weiter drehen hier. Da ist nichts, guck mal, hier. Dreh mit der Hand durch hier. Das nicht, das muss gemacht werden. Das kann man so nicht lassen. Bist du schon fertig? Ja. Aha. Gut. Na, das wäre ja auch ein Ding. Ja, doch. Warte mal. So, noch nicht ganz. Denn Greta wünscht sich ein einfaches, längeres Ständer. Standbein. Ja? Ja. Na, hier. Was ist hier passiert? Bremsanker ist gerissen. Das ist nicht gut. Bremsankerschelle ist gerissen. Nicht der Bremsanker, die Bremsankerschelle ist gerissen. Wurde aber weitergefahren munter. Was passiert als nächstes? Wenn man Rücktritt macht, die Achse dreht sich auseinander, die Narbe. Jetzt entsteht Spiel. Was passiert dann als nächstes? Und zwar ziemlich flott. Narbe geht kaputt. Fertig. Thema Ende. Was soll ich jetzt sagen? Und eigentlich kam man zum Kettespann. Hoffen wir mal, dass die Narbe nicht kaputt ist, eine neue Schelle rankommt und alles schick ist. Jetzt schraube ich das wieder fest und dann kann der Kollege das Rad mitnehmen. Und dann kostet es eben ein bisschen weniger. Guck, wackelt nicht mehr. Und hier muss die Schelle ran, das darf man nicht vergessen. Diese Bremsankerschelle ist so was von wichtig. Ja, das kannst du vielleicht machen. Ja. Genau. Warte mal, komm mal mit rüber. Anouk macht Bremsankerschelle fest. Auskippen! Kiste ist auch manchmal, willst du auskippen? Ja. Kiste ist auch manchmal schwierig. Ja. Genau. Und das. Was ist denn das? Genau. Also, so, dann leg mal die Schelle da drum. Genau, andersrum, ne? Nicht so. Da wird das Kabel kaputt, sondern so. Und dann drum, ja? Mhm. Weiter geradeaus. Ja. Und dann gucken wir, ob es passt. Wenn nicht, dann muss man die zusammenbiegen. Und dann musst du wieder zusammenbiegen, ja, am Ende. Hast du? Ja. Du bist ein Pro. Du bist ein einsamer Pro. Das ist ja Wahnsinn, ey. Jetzt ist ja fast hier ein Tag um. Ich weiß ja auch nicht. Der zweite Tag ist um. Ja, ist noch ein bisschen. 2,5 Stunden Musik noch. Ist für mich fast um. Und ihr habt ja schon, sind ja schon 267 Aufrufe auf der ersten Tag im Shop. Auf das Video. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. 44 mal Daumen hoch, 19 Kommentare. Ey, wenn ihr weiter fleißig so dran bleibt, na, das wird was werden. Ja. Dann knacken wir die Millionen doch noch. Ja, aber 1 Million Leute kann man ja nicht mehr zufriedenstellen. Das geht schon ja nicht mehr. Das weiß ich gar nicht, wie die ganzen anderen YouTuber das machen, ey. Mit Millionen oder Hunderttausenden schon, ja. Oder, also 1000. Und das mal 100. Ich meine, 1000 kann ich mir jetzt schon vorstellen, quasi. Das schaffen wir. Das werden wir ja schaffen dieses Jahr. Aber das mal 100 schon. Ja, wenn das die Aktivität mal 100 ist, dann kriegst du ja dann schon gar nicht mehr gebacken. Das kann ja gar nicht mehr so persönlich sein, wie es jetzt ist, dass ich mal auf die einzelnen Kommentare auch drauf eingehen kann. Unscheinbares Schwarzes. Unscheinbar, ja, so unscheinbar, dass ich gar nicht normalerweise die Peanuts. Und der Steuersatz muss halt umgetauscht werden, weil der auch ja abgeschnitten ist. Wer schmeißt da Geld rein? Hier wird kein Geld reingeschmissen in irgendwelche Kassen. Der Mann vom Finanzamt, der gleicht immer aus. Okay, ja, das ist aber sehr nett, der kann gut auch zu mir kommen. Ja, dann machen wir es so. Dann würde ich mir aber nochmal eine Telefonnummer aufschreiben. Ja. Nein, was der General, was darf sein? Eintritt ist bezahlt, die dürfen sich jetzt umschauen. Ja. Genießen Sie unsere Fahrgeschäfte. Ach, das haben wir einen Platz. Ja, der Platz ist da. Setz dich hin, Wolfgang. Und genießt die Show. Das Wölfchen. Und jetzt macht der Tommy noch einen Shake. Wieder bei Tommy. Genau. Ja, Spaß. Ja. Jetzt macht der Tommy noch einen Shake. Den macht zusammen mit Wolfgang. Wolfgang liegt einfach immer nur. Aber mit mir ist wieder ruhig Unterhaltung, kann es mir wieder gut geht. Das ist gut, das muss sein. Hey, du musst es bestellen. Genau, und dann machen wir, und dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend für heute hier. Aus dem ich will's ausmachen. Aus dem Keller noch? Ja, Keller. Et grüßt Anouk. Gute Nacht. Und tschüss. Und der Wolfgang sagt, was sagt die Uhr? Was sagt sie? 10:08. 10:08, genau. Sagen wir tschüss? Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt gehen wir nach Hause. Also wir gehen jetzt nicht nach Hause, aber wir machen jetzt gleich. Ich gehe jetzt nach Hause. Wolfgang geht nach Hause. Nuki macht die Kamera aus. Und tschüss. Tschüss. Mit neue. Tschüss. Mit neue.